Liebe Freundinnen und Freunde, Samstag kurz nach 8, Teil 14 von unserer Optimal-Live-Session, inzwischen nur einmal in der Woche, samstags, genau. Was gibt es zu sagen? Nicht viel. Dritte Woche geöffnet, war ganz ordentlich. Es macht wirklich Spaß, wieder die Leute im Laden zu haben. Das Einzige, was keinem Spaß macht, ist das lästige Maskentragen. Aber wir gewöhnen uns sicher auch dran. Genau. Ich würde vorschlagen, die erste Platte liegt schon auf. Es ist ein Soloalbum, würde ich fast sagen, von Philipp Solman, besser bekannt als Eftemin, auf dem Aton Oskoton-Label, und wir hören Rara. Thank you.
So, Vorsicht. Vorsicht, das Stück geht zu Ende. Genau, das Album heißt Monophonie. Philipp Sollmann, besser bekannt als Eftemin, seit heute haben wir es bekommen im Laden, genau. Ebenfalls heute aus Holland gekommen, die neue EP von Picking Lights, amerikanische Band, Popband, die eigentlich inzwischen in Holland lebt. Und das Ding ist auf einem holländischen Techno-Label erschienen. Und das Stück heißt Blind Corner.
Genau. Nach der letzten Session letzte Woche hat mich ein Kunde gefragt, ob ich eine Tasse Kaffee für ihn hätte. Er meinte selbstverständlich das Stück Tasse Kaffee von Matthias Strohler. Ich dachte immer, das Ding ist vergriffen. Habe ich dann Martin Hosbach vom Label gefragt und er meinte, nee, wir haben das noch. Wunderbar, eine tolle Chance, dieses Stück wieder euch vorzuspielen. Es ist ganz großartig, wir reden drüber nachher. Gestern erträglich, doch jetzt die Hölle. Kaffee hilft gegen den Knarz. Heiß muss er sein und schwarz. Eine Tasse Kaffee bringt mich nach vorn. Eine Tasse Kaffee bringt mich nach vorn. Eine Tasse Kaffee bringt mich nach vorn. Der Kopf morgens schwer wie Stein, lass es auch mal ein Kännchen sein. Und wenn die Abendsonne verglüht, dann wird geröstet und aufgebrüht. Eine Tasse Kaffee bringt mich nach vorn. Eine Tasse Kaffee bringt mich nach vorn, eine Tasse Kaffee. Versüßt Gott und die Welt und auch die anderen gegrüßt. Heute bin ich ganz klein mit Hut, doch Kaffee gibt wieder Mut. Eine Tasse Kaffee bringt mich nach vorn. Eine Tasse Kaffee bringt mich nach vorn. Eine Tasse Kaffee bringt mich nach vorn. Die Reise zu dir ist so unendlich lang. Alle sitzen, mir bleibt nur der Gang. Endlich am Ziel, endlich Belohnung. Es duftet nach Kaffee in deiner Wohnung. Kaffee eine Tasse Kaffee bringt mich nach vorn. 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 Eine Tasse Kaffee bringt mich jetzt nach vorn. Tasse Kaffee sei Fari gewidmet. Er weiß schon wieso, genau. Ja, Matthias Schroeder, wenn ich es richtig ausspreche, einer aus der sogenannten Hamburger Schule, Gründungsmitglied von Studio Braun, Bert Begemann, Rocco Schamoni, Andreas Dorau, Ja König Ja, wie auch immer. Und produziert das Ganze von Tommy Eckert. Kennen wir ja unter anderem aus Zwei-Raum-Wohnung. Wunderbare Popmusik, tolle Single. Toll, dass es die gibt und nicht vergriffen war, wie ich dachte. Genau. Mit dem
Popsong des Tages oder der Woche geht's weiter. Love aus dem neuen Spiritfest-Album, das auch seit gestern draußen ist. Das Album heißt Mirage, Mirage.
ein Projekt, ja, der Musiker von Tennis Court und Notwisch hier aus München. Ganz schönes, tolles Album. Genau. Seit ein paar Tagen läuft ja das Dogfest in München, dieses Mal komplett online. Und haben ja bis jetzt seit tolle Filme angeguckt. Eine Dokumentation über die Band The Band fand ich großartig gestern Abend und vor ein paar Tagen den Walchensee-Dokumentation, auch wunderbar, zu dem auch eben Notwist die Musik gemacht hat mit Chico Beck, der Markus Acher. Genau. Ja, wie geht es weiter? Geht es weiter lokal weiter? Seit einiger Zeit draußen, vielleicht sogar ein Jahr oder was, hat bei Good Feeling ein schönes Remembering Nico Single wurde rausgebracht. Genau, so sieht das aus. Remembering Nico, da war ja auch die Ausstellung in Nürnberg über Nico und das tolle Buchkatalog. Genau, und hier auf der B-Seite ist Femme Fatale Coverversion mit Leoni und G-Rack und so weiter. Aber ich spiele euch die A-Seite, wo man dann sozusagen das Hobos hört, die Musik macht. Und mein Freund Franz Dobler macht sowas wie ein Gesang. Ich habe Nico in einem ihrer letzten Konzerte gesehen. Sie hatte ein langes weißes Kleid an. Sie saß auf einem Stuhl und sang ihre Lieder. Sie war nicht mehr so schön. Sie war immer noch schön. Sie war so schön. Sie war immer noch die Frau mit der Stimme. Da war diese Stimme. Sie war so schön. Und da war diese Stimme. Die Frau mit der Stimme. Irgendwann rief ein Mann aus dem Publikum, sie solle endlich Femme Fatale singen. Er rief immer wieder dazwischen, spiel Femme Fatale, spiel Femme Fatale, spiel verhängnisvolle Frau, Femme Fatale, dieser volle Idiot. Immer wieder dazwischen. Femme fatale. Femme fatale. Femme Schließlich lächelte Nico,
sehr müde und sehr gelangweilt und sagte leise, ganz sicher nicht. Wunderbar, kann ich nur sagen. Genauso wunderbar und Lieblingsstück schlechthin, das nächste. Genau, ein großer Klassiker. Open the Door to Your Heart von Tyler Banks, Northern Soul, Top 10 sowieso. Genau, im Original unbezahlbar, für wenig Geld bei uns zu haben. Es gibt, ja, irgendwie muss man das ja schmackhaft machen. Ja, ich finde es eh toll, dass sowas auf Single überhaupt wieder veröffentlicht wird. Das, und zwar kein Bootleg. Das ist total wichtig. Genau. Vielleicht hat ja der Künstler oder das Originallabel was davon. Eine unglaubliche Platte ist seit einer Woche im Laden aus der Inselstaat Mauritius. Keine Ahnung, ob ihr Popmusik oder psychedelische Musik aus Mauritius jemals gehört hat. Dieser Sampler ist unfassbar großartig. Was soll ich da erzählen? Man hört einfach rein. Depuis hier Grand-Mater Django fin quitte la ville finale. Pour qui fait son maman fin d'elle, n'a pas mené la vie à Dilter. Si toi mène la vie à Dilter,
plus premier mal rentre en balade. Depuis un grand matin, Django fin quitte la ville finale. Pour qui fait son maman fin, j'ai n'a pas mis la vie à tilté. Si toi mis la vie à tilté, les premiers mal rentre en balade. Django! Depuis longtemps, moi n'ai ni idée pour éclater caverne Alibaba. À cause ni même Django Panchi à la vie, Marie Belle Baba. Depuis longtemps, moi n'ai ni idée pour éclater caverne Alibaba. À cause ni même Django Panchi à la vie, Marie Belle Baba. Django! Django! Et en mot descend dans la ville, mot tout va cabot entouré. Elle la pestale sautifée, l'autre la pétoune sous soucal. Mot les décoller, mot pas capable, 4-4 si pas inparé. Et en mot descend dans la ville, mot tout va cabot entouré. Elle la pestale sautifée, l'autre la pétoune sous soucal. Mot les décoller, mot pas capable, 4-4 si pas inparé. Django, Django. Et puis un grand matin, Django fin quitte la ville finale. Pour qui fait son maman fidèle, il n'a pas mis la vie à tilté. Si t'en mets la vie à tilté, du premier mal rentre en balade. Django. Ja, man kommt nicht aus den Staunen raus, wenn man diese Platte hört. Unglaublich. Wunderbar, es gibt kein schwaches Stück auf den Sampler. Sehr, sehr zu empfehlen, genau. Als nächstes kommt was, ja, wie kann es anders sein? Inselmusik, Jamaika. Wenn man nicht wusste, dass diese Band die Band von Tommy McCook ist, würde man glauben, die kommt aus irgendeiner bayerischen Provinzstadt. Die schreiben sogar das Wort Reggae falsch. Wir hören zuerst mal da rein. So. Thank you.
Ja, unglaublich. Wenn man nicht wusste, dass eben das Tommy McCook mit den Supersonics aus dem Duke Wright Studio, den großen Konkurrenten von Coxon Studio One, Jamaika, wäre. Ist unglaublich toll, fand ich. Und Reggae hier geschrieben mit ein G und A Y zum Schluss. Sicher ist da was anderes gemeint, wie auch immer. Dann ist sozusagen von Jamaika der Sprung nach Afrika ja ganz kleiner. Wir gehen nach Ghana, 1980 oder so. Ein Album, was, ja, wie kommt es dazu? Keine Ahnung, muss man nachlesen. Brian Eno produziert hat. Bekannte, das Album heißt The Pace Sitters, ursprünglich 1980 auf dem EG-Label in England veröffentlicht, produziert von Brian Eno und jetzt verdienterweise von Clitterbeat wieder veröffentlicht, ein Label, was uns eh einige Schätze schon geschenkt hat. Genau, gerade seit 2-3 Tagen im Laden. Ebenfalls seit heute im Laden, ich zeige euch mal das Cover,
Elektrosaas 1976-84, Uzeli-Label. Uzeli war ursprünglich ein reines, oder ist immer noch reines Kassettenlabel in Istanbul und hat logischerweise türkische Popmusik und nicht nur veröffentlicht. Gerade eben gekommen und die Band heißt Akpapa Ikilisi. Ich denke, das Stück Tarildim, Tarildim. Thank you.
Aman aman geride mi kalacaktı? Darıldım darıldım ben sana canım. So, wir haben gehört gerade das erste Stück der Compilation Elektrosaals 1976-84, kompiliert sozusagen aus dem Kassettenlabel Uzelli aus Istanbul. Es gab mal vor ein paar Jahren den ersten Teil, der hieß ein bisschen anders, aber es war so auch das Material aus dem Uzelli-Label, genau. Als nächstes neues Ding von RJ Titu, Fun Ones heißt das Album und wir hören A Genuine Gentleman. It's one for the money and two for the killing. A real MC with an artificial feeling. One of the inner city griots is amongst you. Rap Sun Tzu, perfect on the 1-2. Now that I think about it, I'm an enigma. Signifying on these rappers without a stigma. I've been the RC and I had a storm. The all here and ear weird out of the norm. Give me the mic back. Thank you for keeping it warm. You get it hot, I get it deformed. That's how I was born. I've been scorned in this game of lames. Just because I'm different and never the same. And in fact, it's the impact, never the aim. So I shotgun they brains until nothing remains. I heard some say, yeah, he didn't have what it takes. But I'm more than just a warrior who murders the breaks. Like a mongoose on the loose looking for snakes. My ego is never suppressed, I feel great. Pen push my life push my pen. A genuine gentleman when the mic's plugged in. Time being, the world spin a little bit faster. The wind blows past ya, the mic master. And I rap for somebody to listen. It's a lifetime mission, worldwide condition. Spit, it's worth more, anything that I can search for. The earth's core to the inner city turf war. Dirt poor still rise to the occasion. And furthermore, I'm a connoisseur of a boar blazing a trail that they can never follow. Socrates, Plato, Aristotle in a bottle and Apollo. And my motto is to keep it on automatic. It don't want no static, I'm full throttle. So fellas in the back, let me know where you're at. And ladies in the front, let me know what you want. My name is AC Alone, I was born to Mac. Hell yeah, I sold CDs right out of the trunk. Yeah, fellas in the back, let me know where you're at. And ladies in the front, let me know what you want. My name is AC Alone, I was born in Mac. And hell yeah, so CDs right out of the trunk. See, the mind travels distances. We're going through a synthesis. The body is defenseless, the difference is. The flesh is weak and the mind's infinite. Time's infinite, that's why I rhyme infinite. Combined synthesis, I find it so interesting. It's so limitless, I should have been a physicist. But we all know hip-hop is what the business is. So I put emphasis on thoughts like a hypnotist. I'm no illusionist, I'm really just a humanist. I shine luminous all over the Milky Way. Doing this for all the people that got killed today. So throw your hand up if you ever lost a loved one. And keep them up even if you're thinking of one. And make some noise for them boys that can rhyme great. And ladies, open your titties for old time's sake. My mind's sake can make the average man's spine break. Sign my fate that day I started trying to find breaks. When I found them, I would take them home and demonstrate. Making sure they never drown a vocals on the tape. Ellie Underground, B-Boy Colossal. With apostles and rappers get hostile. Back to die, so promise I will never lose. Fair weather blues, knock a brother out of shoes. Oh. So fellas in the back, let me know where you at. And ladies in the front, let me know what you want. My name is AC Alone, I was born to Mac. And hell yeah, so CDs right out of the trunk. Yeah, fellas in the back, let me know where you at. And ladies in the front, let me know what you want. My name is AC Alone, I was born to Mac. And hell yeah, so CDs right out of the trunk. So kommen wir wieder nach München zurück. Neue Platte aus der Stadt oder mit Musikern aus der Stadt. Die Band heißt, wenn ich es richtig lese, Orkans. Genau, und wir hören 22. Thank you.
1975 die großartigen Embryo Münchner Legende, gibt es ja immer noch, das Stück Bad Herz. Ich spiele es ja deswegen, weil ein paar Exemplare von diesem Album gibt es noch zu haben, auch bei uns und bei der Band selbstverständlich. Genau. Das nächste Stück spiele ich euch von der Single ab, aber das Stück gibt es auch auf den neuen Sampler Praise Poems vom Tramp Records. Und wie ich finde, vielleicht das allerschönste Stück der Platte auch auf Single. Wir hören zuerst mal und dann... Musik.
He Does It Better heißt das Stück. Marva Josie, arrangiert von Welt und Ölwein und das Earl Hines Orchestra, begleitet hier die tolle Sängerin. Genau, und das Stück, wie gesagt, gibt es auf diesen Sampler und mehr tolle Sachen. Vielen Dank an Tobias Tramp Kirmeier. Vielen Dank, immer wieder ein großer Genuss. Genau, hatten ja seit ein paar Folgen kein brasilianisches Stück gespielt, oder irre ich mich da? So, lange hat es verdient, ja, dieses Album genannt zu werden. Ein Klassiker schlechthin, Arthur Verosai, Mr. Bongo sei Dank, immer wieder Mr. Bongo, genau, Dedicata e Ella. Vazio meu quarto, a cama e o meu cobertor. Não sei se falas parente, põe disco pra ouvir. Thank you.
So, genau. Das war Arthur Verosai. Dieses Album wurde sehr, sehr oft gebootlegt. Endlich mal wieder in eine vernünftige Pressung legal zu bekommen. Genau. Wir kommen langsam zumindest zum Ende von meinem Teil. Es kommen noch ein Stück und ein paar Büchertipps. Ich muss die Platte hier loswerden. Genau. Ein paar Bücher stehen ja schon, sieht man hier. Die Ray Soul, immer wieder zu empfehlen. Ja, wieder reingekriegt, die erweiterte Version von Klaus Teveleits Klassiker Männerfantasien. Sehr, ja, Klassiker zum Thema Männer und Faschismus, klar. Rein zufällig letzten Sitzen in unserer Buchabteilung habe ich gesehen, wir haben immer noch das Buch, fast 20 Jahre her ist es, wo es rauskam, Mike Davis, die Vogelgrippe, und habe gedacht, Mann, das ist ja so aktuell wie noch nie. Du brauchst nur das Wort Vogelgrippe rausnehmen und Coronavirus schreiben. Alles stimmt drin. Sehr großartig. Mike Davis, übersetzt von Ingrid Schör von der ehemaligen Basisbuchhandlung. Ebenfalls, weil wir von Mike Davis reden, die Geburt der Dritten Welt, Hungerkatastrophen und Massenvernichtung im realistischen Zeitalter. Hart, aber Wahnsinn. Genau. So viel zu den Büchern. Zu erzählen wäre, dass dann nachher ein Mix wieder gibt von meinem Kollegen Absat, besser bekannt als Peter Wacher oder andersrum, wie auch immer. Optimalgründer unter anderem. Genau. Wir schließen meine Stunde oder mehr als eine Stunde mit einer Record Store Day Platte, obwohl es ja kein Record Store dieses Jahr bis jetzt gegeben hat. Record Store Day wurde zweimal verschoben. Einmal sozusagen auf den 20. Juni und jetzt irgendwie, kein Mensch weiß genau auf wann. Die Veröffentlichungen werden an drei Terminen veröffentlicht, aber wem interessiert das jetzt noch? Genau, Kompaktlabel und Vertrieb hatte ja zum Record Store Day das erste Album von Bionaut wieder veröffentlicht und glücklicherweise haben sie das jetzt trotzdem rausgebracht, obwohl es den Record Store Day nicht gibt. Das ist ja das Projekt von Jörg Burger und wir hören, wie heißt das Ding? Everybody's kissing everyone. Thank you.
Everybody's Kissing Everyone. 1992 war das ja möglich. Heutzutage in Corona-Zeiten wäre sowas eigentlich nicht möglich oder noch nicht wieder. Das war Jörg Burgers erste Aufnahme als Bionaut, genau. Also ich verabschiede mich jetzt und wir hören uns ja nächsten Samstag wieder um 8 Uhr. Ihr bleibt dran, wenn ihr Lust habt, den Mix von Abstart zu hören. Und ja, schönes Wochenende. Schaut Filme nachher. Dogfest läuft ja eine gute Woche. Gibt es viele tolle Sachen. Und ja, schöne Woche und bis nächste Woche.